Natürlich soll auch die
weibliche Kultur nicht zu kurz kommen. Wir haben da unten im Presshaus Getränke und Brote vorbereitet. Ich bitte um Verständnis, dass man da eine Kleinigkeit dafür verlangen, also wer was konsumieren möchte, das wäre zu bezahlen. Ich glaube, dass es moderate Preise sind. Ja, ich wünsche einfach, verweilen Sie hier, genießen Sie die Stimmung vor allem mit unseren Musikern und vor allem ganz besonders natürlich die Bilder unseres Künstlers. Ja. We were born before the wind. Younger than the sun, and upon a boat of one, and we're sailing to the mystery. I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Also ein Laie, ein Anfänger,
Und er hat aber nicht laienhaft und gemalt, sondern es war gleich profimäßig. Ja? Und ich kenne seine Ölbilder und habe das auch mit anderen Kollegen besprochen und die waren alle angetan davon, wie er also die Farben hinsetzt, mit welcher Verlegenheit, nicht, von der Verlegenheit, nicht Verlegenheit, das ist das Gegenteil, ja, Verlegenheit, ja. Er zum Beispiel das Licht einfallen lässt, da bei dem Wächter von den Kohlsteinen in der Ecke, nicht? Oder in New York oder sonst irgendwo, das ist schon etwas Besonderes. Nun, ich weiß mir eigentlich das nicht zu erklären, weil ich weiß, wie viele Fehler als man machen kann. Als Zeichenlehrer weiß ich, wie ein Laie malt und so habe ich mich schon damit abgefunden, dass seine Bilder eben profimäßig sind. Und damit kann man sagen, jetzt hat er noch einen Vorteil obendrein, weil er ist nicht vorgebildet. Ja? Er hat keine Schule hinter sich, die ihn jetzt ein Ziel anstreben lässt, das er vielleicht nie erreicht. Ja? Und solche Sachen. Also er kann sich vollkommen frei entwickeln. Ja? Und das merkt man diesen Kindern an. Und er kann noch etwas. Es gibt Maler, die sind perfekt in der Technik, aber wenn sie dann irgendwie etwas Gegenständliches malen, das man vergleichen kann mit der Wirklichkeit, dann sagt man, es ist ein grandioses Bild, aber es ist nicht das, was in Wirklichkeit ist. Ja? Also er hat zusätzlich noch die Fähigkeit, den Genius loci, ja? Also jene jene magische Atmosphäre einzufangen, die jeder Gegenstand ausstrahlt und jede Landschaft und jede Kellergasse. Und das auf ganz individuelle Art. Und so wenn ich so herumschaue, es ist überall in dieser Genius loci drinnen, man fühlt sich zu Hause, man fühlt, das ist wirklich, da schwebt das Gras, jeder schimmert die letzte Sonne des Tages durch, oder zum Beispiel dort den Gang, nicht? Was hat sich da schon alles abgespielt in so einem Klostergang, nicht? Das muss man sich einmal trauen. Ja? Es ist kein Motiv da, es ist nur ein Raum. Ja? Und das hat er offensichtlich gut getroffen. Ja. Und ob er jetzt Rosendorf malt oder New York, das ist im Prinzip vollkommen. er lebt das meisterhaft an, er malt die Autos wie nichts dorthin und die Barbazza, was man da sieht, bei den, die Leute, die dort herumgehen. Also, ja, ich stehe vor einem Rätsel, ich kann nur sagen, mach weiter so und du hast noch viel vor, offensichtlich. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Also, vielen Dank für das Kommen zunächst. Vielen Dank euch. Danke, lieber Herbert, für deine einfühlsame und sonstigen Expertisen dazu. Ich spüre diesen Loci. 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 Ich spüre schon den Genius. Wo soll der dann genau sein? Na, das ist eine Raumatmosphäre, der Genius Loci. Der ist nirgends und überall. Den kann man ja lokalisieren. ich möchte schon was auch in eigener Sache sagen, weil in den letzten Tagen oder Wochen bin ich schon des Öfteren darauf angesprochen worden, als der Künstler oder der Maler, was ich früher nicht so wollte eigentlich, weil das wollte ich nicht und fühlte ich auch mich noch nicht so, aber allmählich wird er bestärkt, dass ich gut eine Kunst produzieren kann. Und da fragen mich auch manchmal Leute,
Ja, welchen Maler hast du dir zum Vorbild genommen? Ist es ein Meister, ein Berühmter oder was immer? Und diesen Leuten erzähle ich dann einen Traum. Und ich brauche jetzt einen Schluck Wasser. Und wenn man sich Träume, das wissen wir alle, immer sehr früh aufschreiben soll, habe ich das auch gemacht. Ja. Da sitzt mir ein älterer Mann gegenüber. Er wirkt sympathisch und wir kommen ins Gespräch. Wir sind gleicher Jahrgang und haben auch dieselben Vorlieben. Wir genießen die italienische Küche, den hervorragenden Wein aus Stolzendorf. Wir sind vielseitig interessiert, er noch viel mehr als ich. Er vermisst Figuren, Menschen, er stellt Landkarten her, er konstruiert Kirchen und Gebäude, macht statische Berechnungen und so weiter. Und wir malen beide gerne und wir zeigen uns dann im Anschluss per Handy unsere schönsten Bilder im Traum. Er, die gütig lächelnde Frau, ich den ernsten Clown. Er, die 1300 Männer am langen Tisch. Ich, das hungrige Baby am Schoß der Anne. Er, den Supersportler mit dem Superbody Massenindex, ich weiß nicht, 120 Prozent, der sich gegen den Kreis und das Quadrat stemmt. Ich male oder zeige ihm mich selbst in unserem Mund. Plötzlich sagt er mit einem Hauch von Ironie, ein armseliger Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Und ich zu ihm. Ja schon, aber bin ich denn dein Schüler und du mein Meister? Darauf er, na warum glaubst du, sitze ich hier bei dir im Kalkwaldviertel und nicht in meiner sonnigen Toskana? Und dann bin ich aufgewacht. Verwirrt, scheißgebadet, er, der Meister selbst war es, Leonardo da Vinci. Und ich war 500 Jahre zu spät. Und da habe ich eingesehen, dass ich ihn nie erreichen, geschweige denn vertreffen kann. Ich werde also in Demut weitermalen. Und vielleicht besucht er mich ja morgen mal im Traum. Hier sage ich mal, die Möglichkeit in diesen Räumlichkeiten etwas anzubieten an Kultur. Weil ich es gewohnt, dass der Mensch auf einer sehr nahen Umgebung zu Besuch war. Und heute sehe ich sehr viele neue, noch nicht bekannte Gesichter. Erlauben Sie mir, dass ich vielleicht 5 oder 6 Sätze aus meiner Person jetzt sage, damit Sie jetzt wissen, wo sind Sie da hingeraten. Ich bin vom Beruf Volksschullehrer, schon so in der Phase in Richtung Pension, schon langsam, ja, also schon langsam noch. Und habe mir zum Ziel gesetzt, Visionen, die vor Jahren entstanden sind, umzusetzen. Und nachdem er sagt, ja, jetzt mache ich in der Pension, habe ich in der Zwischenzeit auch einige Menschen, die kenne, die in Pension sind, aber in der Pension zu nichts Zeit haben, habe ich mir vorgenommen, diese Dinge, die ich in der Pension vielleicht machen könnte, jetzt schon zu machen. Und eine von diesen Visionen war eben, hier in der Kellergasse in Stolzendorf, ein kleines Kulturzentrum zu schaffen und mit Hilfe meiner Familie, meiner Frau, die immer gesagt hat, ja, ist mein Keller als sonst wo, und auch Kindern, die mir dann die Zeit geschenkt haben, doch diese Visionen zu verfolgen. Das ist ihnen gelungen, in 2 Jahren aus einem Presshaus vielleicht doch ein bisschen was anderes zu machen, und das können Sie heute sehen. Ich möchte Sie einladen, dann auch in das Presshaus zu gehen. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie wollen, auch die Kellerräume zu besuchen, damit Sie vielleicht wissen, warum man so ein Areal überhaupt instand hält. Da kann man so auch wunderbare Veranstaltungen machen. Und ich habe mir wirklich die Zeit genommen und habe in 2 Fotobuchbänden alle Veranstaltungen, die wir bis jetzt, also die sagen wir,
erwähnenswert sind, die gemacht haben, das ist Beginn 2002. Wenn Sie blättern wollen, und dann haben wir noch einen Text dazu, wie aus einem alten Keller, aus einer Bruchbude etwas geworden ist, das man vielleicht auch jetzt nutzen kann. Also ich will auch ein bisschen wissen, wo sind Sie wirklich hingeraten? Und ich habe es am Beginn schon gesagt, eine von diesen Visionen war eben die, dass ich möchte das jetzt kurz aufsagen, dass ich das, was ich im Jahre 1998, 1999 mit dem Rubin-Quartett, genau, im Keller wirklich werden lassen durfte, juckt jetzt wieder, brennt unter den Nägeln. Ja, und vielleicht kriegen sie uns wieder, gemeinsam, vielleicht das, was also vor knapp 20 Jahren mal als Mini-Vision begonnen hat, vielleicht in die Möglichkeit zu lassen. Ich möchte Sie einladen, noch zuzuhören. Ich möchte Sie einladen, natürlich auch Bilder, die im Pressers ausgestellt sind, anzuschauen und einfach vielleicht auch den Wein, der inzwischen aus eigenem Hause kommt, mein Schwiegersohn, entstandener Winzerfamilie, und meine Tochter, die hat sich eingefiltert, sie macht also diese Prüfungen nach und die haben jetzt, glaube ich, schon sehr trinkbare Weine produziert in den letzten zwei Jahren. Wie gesagt, ich möchte Sie einladen, einfach bei einem Brot mit Gesellten oder einem Aufstrich noch ein bisschen zu weinen. Wie gesagt, die Musiker, glaube ich, die würden noch ein bisschen spielen können oder aufnehmen wollen. Schauen wir mal. Ich würde Ihnen wünschen, fühlen Sie sich einfach wohl und genießen Sie einfach dieses Ambiente, das sage ich von relativ modernen Bauwerk bis ins Urige Kellerbibliothek. Ich sage, ich schalte gerne noch das ein, weil ich die Kellerbibliothek drauf, so dürfen wir gleich mal um das Jahr rein. Ja, wir möchten uns noch beim Ausherren für die angetanen Gastfreundschaft und den Anliegen haben, Ihnen ein kleines Präsentieren. Ich bedanke mich ganz herzlich. Where the
Walk with me, walk.
Thank you.